Hallihallo. Jetzt willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Horizon Forbidden West. Und wir schauen jetzt gleich mal hier drüben in die verschiedenen Gebäude rein. Dann kriegen wir da diesen Vetter oder wie er heißt. Eventuell dann mal zu Gesicht. Und dann können wir uns da mal ein bisschen Zugriff oder Zutritt verschaffen. Und da drüben haben wir ja auch einiges gesehen, was wir noch machen können. Also jetzt geht es wieder ein bisschen ans Rätseln. Aber erstmal haben wir hier noch irgendwas gefunden. Ein interdimensionaler Geburtstag. Daneshs Masterplan für den interdimensionalsten 30. Geburtstag aller Zeiten. 5 Stunden vor Einlass. Zutritt zum Park erhalten. Ich weigere mich, mich mit einem schlechten Blick auf die Portaleröffnungszeremonie zufrieden zu geben. Entschuldigung. Schnurstracks zur Jane-Statue auf dem Portalplatz gehen. Danke, VI Pangea Priority Lane. Ich habe Geburtstag, also verdiene ich den ersten Dinos in Zahlengewinn des Tages, die am Portal Vorbeitour machen. Ich muss den Holos, mit denen alles angefangen hat, meinen Respekt erweisen. Das Risiko, das Laundra Productions eingegangen ist, indem sie ganz auf Retro gesetzt und echte Kulissen mit Holo-Dinos kombiniert haben, das ist revolutionär. Gäbe es sonst überhaupt nur einen Ort, an dem man Raptor Lasertag spielen könnte? Genau, Respekt. Mir mit Pteropommes bei Reggie's Veggies den Bauch vollschlagen, Schärfegrad meteorisch Logo, Alter, im Waffenlager vorbeischauen und mir ein Blut, der rote Raptor-Pflaster beschaffen, weil heute mein Geburtstag ist und ich eins haben will. Ha! Zum Abschluss des Tages Sitzplätze in der ersten Reihe bei der Pangea Pompeii Show bekommen. Mir die Seele aus dem Leib schreien, wenn Jane auf die Bühne kommt. Dann wie ein Schlosshund heulen, wenn sie ihre Chance nach Hause zurückzukehren opfert und zurück in den explodierenden Vulkan rennt, um Queen Rex zu besiegen und Trevor zu retten. Spoiler! Alter, kann ja wohl nicht wahr sein. Und dabei den Satz sagt. Wie könnte ich nicht zurückkommen. Bei dir zu sein, fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Okay. Gut. Dann gucken wir mal kurz hier rein. Haben wir hier Dinos in Zahlen, Massenkontrolle. Dinos in Zahlen, Ding kommt von oben herab, um mehr Actionfiguren zu verkaufen und uns das Leben zur Hölle zu machen. Ein kleiner Überblick. Die Kids brauchen die Spielzeuge, um offenbar ist die Jane-Statue ein so stark frequentierter Bereich. Wir werden dich brauchen, um die Massen zu steuern. Es wird heftig. Aber Fazit, keine Spielzeuge, keine Statue. Verstehe. Verstehe. Okay. Oh, hier ist der letzte Ptero drin. Der letzte Raptor oder was auch immer. Der letzte Dino auf jeden Fall in unserer Sammlung. So. Und ich glaube, wir müssen dann einfach hier wieder zurück. Und hier ist aber auch noch irgendwas. Trägt der Dinosaurier einen Hut? Je stärker etwas menschlich wirkte, desto besser hat es sich verkauft. Interessante Taktik. Rex-Max. Und dann natürlich mit einem mexikanischen Hut. Das Marketing war geschmacklos, vom Essen ganz zu schweigen. Aber mit jedem neuen Pangea-Holo gingen die Einnahmen durch die Decke. Die Leute würden alles fressen, solange man es ihnen nur richtig serviert. Sieh dir das mal an. Ich warte hier und halt die Augen auf. Ja, mach das. Ja, warte. Du musst mich schon mal weitermachen lassen. So, die letzte Pangea-Figur. Das
dürfte der komplette Satz sein. Vielleicht haben sie die Antworten auf all die Fragen bei den Konsolen im Park. Dann müssen wir die als nächstes machen. So, was haben wir hier? Ah, Pterodactylus. Er kann zubeißen. Er kann fliegen. Er kann sprechen. Oh ja, Reggie ist da. Diese limitierte Auflage des Talk to Me Reggie ist mit einem eingebauten Mikro und einem Banterbox-Stimmsynthesizer mit 785 verschiedenen Reaktionen ausgestattet, sodass du den ganzen Tag lang mit Reggie plaudern kannst. Schnapp dir diese Figur im Maßstab 1:25, die das Phantom von Pangaeas geliebtem Pterodactylus mit einem großen Herzen und noch größerem Maul darstellt. Echtheitszertifikat, weitergeleitet von Launcher Productions, Großhandelabteilung für Spielzeuge und Konsumgüter, weitergeleitet an TFZ, Pangaea Park, Niederlassung. Ah ja. Gut. Aber auf jeden Fall jetzt das. Wir haben den letzten Dino gefunden. Wir haben den letzten Dino gefunden. Wir haben den letzten Dino da gefunden. Bist du ja. Der letzte schon Dino vermisst? Ist jetzt uns. Gehen wir weiter. So. Moment, ich muss hier mal noch mal. Ich muss hier noch mal rein. Weil hier geht's nämlich auch noch lang. So, okay. Achso. Da lang, da lang. So, 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 so. Keine Ahnung, was jetzt hier passieren soll. Aber ist es jetzt so wie damals bei Nintendo mit den Dingern, wo man da irgendwo auf eine Plattform so eine Figur drauf tun konnte und dann wurde das der Avatar oder so? Was ist das? Diese Frau im Ring sieht wichtig aus. Willkommen bei Dinos in Zahlen. Das Spiel, in dem ihr euer Pangaea-Wissen unter Beweis stellen könnt. Ich bin euer Gastgeber, Craig T. Young. In den Terminals haben wir 5 Fragen für echte Superfans vorbereitet. Bereit? Dann mal los! Wie viele aufgezeichnete Nachrichten wurden mit der Limited Edition von Talk to Me Reggie geliefert? Ich glaube, das könnte mit den Figuren zu tun haben. Ding, ding, ding! Richtig! Für die richtigen Antworten bekommt man ein Hologramm? Schräg. Was passiert, wenn man alle 5 hat? Schätze, das müssen wir heraus. Ich denke nämlich auch. Das müssen wir halt einfach mal herausfinden. Nee, warte, hier, Sammelobjekte. Zwei, sieben, neun, die Morphodon. Etwa 1150. Das weiß ich nicht. Das ist ein bisschen schwieriger. 378 Portale. Haben wir hier auch welche mit 4 Zahlen? Oh ja. Also bei 4 Zahlen haben wir entweder die 6837 oder die 1150. Hier ist Dinos in Zahlen. Die nächste Frage ist: Vor wie vielen Raptoren ist Trevor angeblich während der Belagerung von Pangaea geflohen? Tut mir leid,
Neuer Versuch. Vor wie vielen ist Trevor angeblich geflohen? Einhundertfünfzig. Ach, 1051. Oh, Entschuldigung. Ja, okay, alles klar. Das ist richtig. Jane wäre stolz. Noch ein Hologramm ist erschienen. Hab ich wieder das gelesen, was ich lesen wollte. Gut, ich hätte andersrum laufen sollen. Wie viele Zahlen sind das? Ja. Willkommen zurück bei Dinos in Zahlen. Und die nächste Frage ist, wie lautete der Portalcode, um Pangea im ursprünglichen Pangea-Holo zu erreichen? War das nicht dieser... Genau, 6837. Richtig! Ich hab halt das übelste Pangea-Wissen, ne? Das, also muss man jetzt auch einfach mal eingestehen. Bereit? Hier ist unsere nächste Frage. Im ersten Pangea-Teil ist an Janes erstem Tag bei PortTech ihre ID-Nummer zu sehen. Wie lautet sie? Das ist ganz vorne. 4331. Falsch. Haha, kleiner Schatz. Absolut spitze. Gut gemacht. Da wollte er mich auf den Arm nehmen. Ich hab's schon gesehen. Okay, Superfans. Die nächste Frage ist, wie viele Portale wurden während des Portal-Pandemoniums aufgesprengt? Glückwunsch! Das ist der Sieg bei Dinos in Zahlen. Wupp, wupp. Und als Preis gibt es... Oh, was ist das? Wow! 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 Eine Sonderübertragung von der anderen Seite des Portals. Tja, das war's dann wohl. Vielen Dank fürs Spielen. Craig D. Young verabschiedet sich. Du hast es geschafft. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich musste dir das hier senden. Ich mag eine portalhüpfende, unverbesserliche Dinosaurierjägerin sein. Aber du bist der Meister des Multiversums. Du hast all diese prähistorischen Raubtiere aufgespürt. Ah, Mist. Trevor hat sich wieder mit Queen Rex angelegt. Ich muss zurück zur Jagd. Wir sehen uns im Pangea. Jane, Ende. Hattest du Spaß? Ein bisschen. Ey, das ist doch cool, sowas. Ich mag sowas. Das ist doch schön. Na, oh, fetzt. So, schön. Gut, nun. Na, oh, fetzt. Dinos in Zahlen. Und ich dachte, es könnte nicht seltsamer werden. Ach, du hast noch gar nichts gesehen, was wir hier auf der Welt so treiben. Oder für euch getrieben haben. Dann können wir mal über seltsam reden, du. Jetzt spielen wir mal da bitte hoch, danke. Was haben wir hier? Irgendwas ist da unten jetzt. Ist da jetzt irgendwas anders?
Das war wohl ein Set für ein Holo. All dieses Zeug, für was das nicht wahr ist? Okay. Ich dachte, weil halt das Ding wieder da war, ne? Aber, na gut. Okay, gut. Hier gibt's nichts weiter. Ich will halt nichts verpassen, ne? Und nichts vergessen hier. Da vorne haben wir noch ein Fragezeichen. Kannst du dich mal bitte nicht einfach so mitten in den Geh voraus. Bin gespannt, wie du vorgehst. Die steht einfach da! Angenehm. Mal sehen, was da drin ist. Bin gleich hinter dir. Oh, das ist eine alte Arcade-Halle. Cool. Raptor Raid. Eine holographische Schießbude für fanatische Pangea-Fans. Ich hoffe nur, dass die neuen Quen-Anhänger genauso blind und eifrig für mich feuern wie die Konsumenten des 21. Jahrhunderts. Hm, das tun sie. Keine Sorge. Jo, viel Spaß, Holle, viel Spaß. Ach, das war eigentlich mal Lasertag hier, ne? Vergangenheit, sogar deine Familie. Denk an ihn, was dieser Moment bedeutet. Na los, ich will's hören. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein fühlt... wieder vermasselt. Entspann dich. Stell dir vor, er ist hier. Wie beim ersten Mal, als wir ihn am Strand sahen. Fühle das Leuchten seiner Gegenwart. Lass dich von ihr überwältigen. Oh Mann. Und dann sag es. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Oh, er wird dich auswählen. Ich weiß es einfach. Wir wurden alle ausgewählt, Pera. Du hast einen Platz in seiner neuen Welt, egal was passiert. Pera, Kina, es wird Zeit. Feather, wir werden bald aufbrechen. Verstanden. Oh oh. Zweiter Trupp, ihr seid die Eskorte. Die anderen warten hier mit mir, bis Walter den Befehl zum Ausrücken gibt. Ich weiß nicht, ob wir die Schwester retten können. Kina,
Denk dran, Fedder hat den Schlüssel zum Waffenlager. Und so kommen wir dann zum Vulkan und zu Londra. Gut. Erledigen wir ihn.